diese beiden mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. War dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen aber schon auf Possen, ob vermittelt seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand. Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Ach, spricht er die größte Freud. Ist doch die Zufriedenheit, die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Kaffeetopf und Wasserglas, tabakslose Tinten. Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt in Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der Gottlob auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren. Und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf.